Letzte Vorbereitungen für das Charity-Dinner am Abend. Marlies Schaper liebt solche Events. Kochen kann sie zwar nicht, aber dekorieren. Alles soll perfekt sein, damit ihre deutschen Freunde hier in Südafrika in Spendenlaune kommen. Das Telefon klingelt Sturm. Gut, lauter Zusagen. Denn Marlies braucht Geld für ihren Kindergarten. Luxusleben und soziales Engagement, für sie kein Widerspruch. Und ihre Freunde sind vorbereitet. Die wissen heute, dass wir für ein Klassenzimmer sammeln. Das ist allen bekannt. Die helfen mir auch immer damit. Die finden das auch wichtig. Und ich weiß auch, dass das zusammenkommt. Das weiß ich hundertprozentig. War immer bis jetzt so. Warum soll das diesmal anders sein? Seit 11 Jahren kümmert sich das Ex-Model hier in Hout Bay bei Kapstadt um bedürftige Kinder und lebt 6 Monate lang in seiner südafrikanischen Traumvilla. Die erfolgreiche Geschäftsfrau kann sich diesen Luxus leisten. Im deutschen Sommer fliegt Marlies dann wieder nach Sylt zu ihrem Mann. Die 72-Jährige liebt ihn und will trotzdem auch hier in Südafrika leben. Sie mag dieses Land und das Klima tut ihren Knochen gut. Marlies hat Arthritis. Hier in Kapstadt fühlt sie sich wohl. Selbst wenn der harte Kontrast zwischen Arm und Reich im ehemaligen Apartheidstaat schwer zu ertragen ist. Im September 2001, der kälteste Monat, den ich je in meinem Leben gehabt habe, war das hier. Da kaufe ich wieder meine Blumen und sehe ein Kind, ein ganz kleines Kind, Matsch essen. Ich bin da reingestürzt, so hast du ja unerhört, wir müssen doch gucken, das Kind kann doch nicht Matsch essen. Und da kam die Leiterin raus und erzählte mir, dass von den 60 bis 80 Kindern die Hälfte tagelang schon nicht zu essen hatte. Von diesem Moment an hat sie sich um die Kinder im Township gekümmert. Die Wellblechhütten stehen nicht weit von ihrer Villa entfernt. Ja, das ist natürlich schrecklich. Als ich das erste Mal bewusst gesehen habe, habe ich schon einen Schock gekriegt. Aber der Schock, der hielt ja nur ein paar Sekunden an und dann habe ich ja sofort gewirkt. Bin sofort losgegangen, habe eingekauft, jeden Tag den Kindern das gegeben, das war vor 11 Jahren, was ich eben heute mache. Nur das Programm ist ein bisschen größer geworden. Hier im Armenviertel Mandela Park besucht Marlies regelmäßig die Eltern ihrer Kindergartenschützlinge. Ephraim ist 2 und war schwer krank. Marlies und ihre Kollegin haben Ärzte und OP organisiert und wollen nun sehen, unter welchen Bedingungen Familie Mwalo lebt. Unsere Lebensumstände sind das Hauptproblem. Wir haben kein Wasser und müssen eine Toilette mit 15 Familien teilen. Außerdem funktioniert das mit dem Abwasser nicht. Überall sind Ratten. Krankheiten brechen aus. Als ich jung war, hatte ich viele Träume. Aber jetzt ist alles anders. Deshalb will ich für meinen Sohn kämpfen, ihm im Kindergarten eine gute Bildung geben. Zu Hause gibt es nur Maisbrei für den kleinen Ephraim. Mehr Geld können seine Eltern nicht verdienen. Ja, grauenvoll. Wer möchte so leben? Wer möchte so eine Perspektive haben für die nächsten Jahre? Eigentlich haben die ja überhaupt gar keine Chance, hier rauszukommen. Deshalb denken wir ja allmählich, was kann man mit den Kindern machen, damit die dieses Elend nicht ewig immer im Vordergrund haben, sondern dann irgendwann mal durch eine gutere Bildung, bessere Schulbildung hier rauszukommen. Marlies fährt zurück in die Villa. 5 Minuten dauert es nur, so nah sind die Slums. Gleich kommen ihre Gäste. Weil der Kindergarten so wichtig ist, lädt sie 2-mal pro Jahr zum Charity-Dinner. Alles immer sehr glamourös. Marlies Schaper legt Wert auf Stil. Schließlich hat sie jahrzehntelang in der Modebranche und als Inneneinrichterin gearbeitet und dabei gut verdient. Wir sind vom Golfplatz rübergestürzt. Die deutsche Community in Kapstadt ist wohlhabend. Viele überwintern hier und haben sich nach dem Ruhestand einen Zweitwohnsitz in Südafrika gekauft. Marlies ist aufgeregt. Sie redet nicht gerne vor so vielen Menschen. Wie viel das in die Seele dieser Kinder reingeht, das könnten wir gar nicht ermessen. Aber betteln macht ihr nichts aus. Schließlich geht es um einen guten Zweck.
6.000 Euro spenden ihre Freunde an diesem Abend für den Kindergarten Little Lamps. Mir wurde schon zugeflüstert, dass ich noch andere Hilfe bekomme, wenn das nicht ausreicht und. So, also hat sich gelohnt. Ich unterstütze den Kindergarten, kann ich Ihnen genau sagen, weil ich hier meinen kleinen Beitrag leisten möchte. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann hier wirklich was verändern mit diesen Kindern. Und ich kenne Marlies seit 10 Jahren und jeder Pfennig kommt genau da an, wo ich das möchte. Mitten im Township hat Marlies mit ihren Helfern dieses Kinderparadies erschaffen. Little Lambs, kleine Lämmer. Hier sind die Kinder sicher und werden gut versorgt. Hunger, Gewalt, Missbrauch, Drogen und Alkohol bleiben draußen. Und wer HIV infiziert ist, wird hier nicht diskriminiert. Ich gehe gerne in den Kindergarten und bekomme hier Essen. Ich spiele, schlafe und gehe wieder nach Hause. Ich schlafe und wachse und ich esse Brot. Gute Ernährung ist das Wichtigste, sagt Marlies, sonst können die Kinder sich später nicht aufs Lernen konzentrieren. Deshalb gibt es bei Little Lambs mehrere vitaminreiche Mahlzeiten am Tag, schon für die Kleinsten ab 10 Monate. Der Gemüsereis schmeckt lecker und hilft. Weil die Kinder alle, als ich sie aufgegriffen habe, unterernährt waren. Von Babyalter an kriegen die ja nie das richtige Essen. Und da sind wir angefangen damit, 4-mal am Tag denen Essen zu geben. 2 Drittel Obst, 1 Drittel Gemüse und das letzte ein bisschen Brot. Für Fleisch reichen die Spenden nicht. Marlies muss mit dem Budget haushalten. Pro Jahr fehlen 25.000 Euro für den Kindergarten. Schließlich muss sie auch 15 gut ausgebildete Mitarbeiter bezahlen. Alle wollen für die Kleinen in der Vorschule nur das Beste. Es gibt den Kindern Struktur. Die Lehrer sind alle qualifiziert und bekommen Fortbildungen. Unsere Kinder können auf die besten Schulen der Gegend gehen. Denn wenn die Menschen wissen, dass die Kleinen aus unserem Kindergarten kommen, wollen sie sie in ihrer Klasse haben. Eine gute Ausbildung bekommen die Kids hier bei Little Lambs. Im Moment gibt es Platz für 150 Kinder bis zu 6 Jahren. Und auch schon ein neues Projekt. Nachmittagsbetreuung für später, wenn die kleinen Lämmer in die Grundschule kommen. Nicht leicht in diesem schwierigen sozialen Umfeld, mitten im gefährlichen Township, Visionen zu haben und sie dann auch noch umzusetzen. Ja, das ist eigentlich insofern wohl wahrscheinlich sehr schwierig, aber für mich war das insofern etwas leicht, weil ich meine Freunde fragen konnte. Und ich konnte die ja alle hier mit herschleppen. Sie haben es ja gesehen, was gemacht wird. Die Eltern wissen die deutschen Spenden zu schätzen. Hier bei Little Lambs fängt für ihre Kinder eine bessere Zukunft an.